Hallo und ganz herzlichen Dank euch fürs Reinklicken. Heute zu einem neuen kleinen Unboxing. Ich habe mir nämlich diesen wunderschönen Batteriegriff von Maike bestellt. Ich halte ihn gleich mal formschön rein. Mit der Möglichkeit eben zwei Akkus zu fassen und auch einen Auslöser etc. im Hochformat zu bekommen. Plus etwas mehr Stabilität. Sind jedenfalls so die Sachen, die ich mir davon erhoffe. Das werden wir in einem späteren Video testen, ob das alles so funktioniert. Heute wollen wir hier aber erstmal gemütlich reinschauen. So, ich habe die Kamera mal etwas umpositioniert und hoffe, dass ihr so alles sehen könnt. Und damit beginnt der spannende Moment. Wir öffnen. Das Gerät hat übrigens, wen es interessiert, mit zwei Akkus 50 Euro gekostet ungefähr. Ohne Akkus bekommt man es für ca. 30. Das sind natürlich dann keine Original-Akkus, sondern man sieht sie hier tatsächlich auch schon oben aufliegen. Das sind von Minadax. Mir sagt die Firma jetzt nichts, aber das muss nichts heißen. Davon zwei Stück ersetzen den LPE8. Ich habe eine 700D von Canon. Da ist das auf jeden Fall der richtige Akku für. Und auch wenn hier auf dem Paket 550 steht, die ist wohl für alle Geräte ab der 550, dann 600, 650 und 700 geeignet. Bei der 750 habe ich schon gehört, ist das Gerät etwas wackelig. Da ist dann tatsächlich das nächste, nächsthöhere Batteriepack zu empfehlen. So, hier kommt als nächstes, ich behaupte die Schiene für normale Akkus, falls man mit solchen Batterien oder solchen Akkus arbeitet. Also Akkus, die wie ne, Batterien aussehen. Mag sein, dass ich das Gerät brauche, ich glaube es allerdings eher nicht. Und jetzt kommt hier schließlich und endlich zuerst ein kleines Handbuch. Ja, mal kurz gucken, wie riesig man das gefalten bekommt. Ja, wundervoll Japanisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch. Dänisch, ich würde behaupten Russisch und Chinesisch. Ah ja, okay. Über die Qualität der Anleitung werden wir uns dann in einem anderen Video auslassen. Und hier kommt jetzt das Große, worauf wir alle gewartet haben. Ja, ist dieser Griff. Oh, das greift sich schon sehr gut. Dann wird hier in die Akkuöffnung eingeführt, während hier unten selbst, mal schauen, ob das intuitiv aufgeht, tut es. Ah ja, hier sehen wir, hier kommt raus das Paket für diese normalen Replacement- oder Original-Akkus. Und hier könnte ich jetzt auch, also man sieht das gar nicht, Entschuldigung. Hier kann ich jetzt auch das Gerät mit den Batterien einsetzen. Aber für uns ist natürlich das mit den Akkus relevant. So. Schön ist, das werden wir dann natürlich im Test auch noch ausprobieren, dass ich hier verschiedene Funktionen dran habe. Ich habe hier einen Auslöser, ein Einstellrad und kann hier noch verschiedene Optionen vornehmen. Ich kann hier Messfeldwahl ausführen. Ich habe hier einen Belichtungskorrekturschalter, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Sowie, klar, zum Festschrauben, sowie ein Ausschalter für die Kamera. Sodass ich, wenn ich das Gerät im Hochformat bediene, auch mit einer Hand alle wichtigen Funktionen verfügbar habe. So, dann würde ich sagen, haben wir das Gerät hier ausgepackt. Es greift sich unglaublich gut, wenn das stabil sitzt. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Zusatzanschaffung gewesen. Und
Vorteil ist, es wird halt unter die Kamera geschraubt und ihr seht, ihr habt auch hier wieder ein Gewinde für Stativbefestigung und ähnliches verfügbar. Heißt, das macht euch damit nicht kaputt. Dann werde ich mir jetzt mal überlegen, wie wir das Gerät gut testen können und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Ciao!